irgendwas Schönes? Zum Beispiel. Hab ich schon. Irgendwas? Items? Und so Giratina. Wobei Giratina haben wir ja schon in der Story gesehen. Das gegen Ärger gekämpft hat. Ärger, ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht mehr daran. Aber hey. Das ist einfach nur der Ding. Cute des Overload, sagt du. Hatte nur so ein Licht, ne? 35 bist du. Bist ja noch niedriger als das Warblum. Sind irgendwelche Attacken nicht effektiv gegen Unlicht? Schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch. Hier Fangrad hat Zoroa. Du möchtest mich finden, hä? Das glaube ich nicht. Ich bin doch ein super süßes Shiny. Ich habe gehört, du möchtest gerne weiter schlafen, Zoroa. Okay, ich sollte mich auf jeden Fall jetzt mit den Pflanzenattacken, Käferattacken von Rita zurückhalten. Ja, mit den Pflanzenattacken von Rita, was kannst du denn so für Pflanzenattacken? So, ja. Asiabla, wobei es sich dann die Flügel ausreißt und selber damit auf die Gegner eindrescht. Gut für dich. Ja, super! Ball bleiben. Ich will aber, dass du im Ball bleibst. Kleines, freches Füchschen. Deine Haare da oben sehen aus, als hättest du einen Pinsel zwischen den Ohren. Frag es wieder nicht so, Rua. Ich hab keine Ahnung. Ah, Tricky Fox. Keines streichspielendes Füchschen. It takes on the form of its opponent, surprising it. There are many occasions where it disguises itself as a quiet child. Das heißt, jeder könnte ein Zora sein. Jeder. Du machst Illusions. Eine Fata Morgana. Den Namen irgendeiner Wüste, vielleicht. Ja, Sahara. Sarah! Du bist Sarah! Schreibt man so, oder? Wenn nicht, dann schreibt man das jetzt so. Hey, aber so Ruhe! Hey, aber so Ruhe! Komm, noch ein schönes Pokémon! Ja, das ist auch knuffig. Ich glaube, ich hatte Glück mit dem Level 40er. Warblu?
sehe keinen. Ne? Latios! Latios, wird auch immer. Oder wenn ich zum Altar gehe, dann kommt Latios auf mich herabgeregnet. Warte. Hat dieses Soa gerade meine Fähigkeit kopiert? Latios! Wer auch immer! Kommt her und seid mein! So, ich hab gespeichert! Kommt her! Yellow Shard, Red Shard, Blue Shard. Hab ich, glaube ich, alle. Seems to have a hole inside the statue. Yellow Shard was put in the statue. Das, Sie müssen aber jetzt nicht zwangsläufig einen gelben Text verwenden! Und, was kommt jetzt? Oh, hallo Latios! Wir sind verschmolzen. Und du bist da durchgeflogen. Latios Level 50. Das ist doch schon mehr mein Kaliber. Schlaf gut. Du bist Psychodrache, das heißt Psychokinese, dürftest du locker aushalten. Hab ich gehört. Ja, locker. Locker. Und 47 Spezial. Verfolgung ist eigentlich recht schwach. Ich guck mal, wie viel Psychokinese. Krise. Komm, ihr seid beide blau, ihr seid doch fast Brüder! Ich glaube, Latios macht die Idee nicht, einen Bruder zu haben. Nur weil du immer so beschützerhaft gegenüber deiner Schwester sein musst. War das dein Signature-Move? Ja, also weiter. Psychokinese! Naja, solange du nicht mit einer physischen Attacke kommst, kann mir das egal sein. Schmeißen wir mal einfach einen Ball und gucken, was passiert. Was für eine Fangart hast du? 45 oder 3? Ach, hinterlässt du mal weiter. Ja, Nasdo hätte ich wenigstens jetzt schon Angst. Mit doppeltem Angriff. Was, solange du keine Spielfallpacke auspackst? Latios. Oh nee! Meinst du das ernst? Okay. Du hast nur spezielle Attacken. Dann nützt dir deinen Drachentanz gar nichts. Wow, Chris. Aus. Don't do this. Und er macht weiter Recover.
Wie oft kann man Genesung einsetzen? Eine gute Frage. Ich könnte den ja versuchen aufzudorlen mit seiner Genesung. Mach mich weiter deinen Drachentanz, du. Du kommst davon eh nichts, außer vielleicht deine Schnelligkeit. Könnt ihr ja mal riskieren, auf Rita zu wechseln. Vielleicht macht er weiter Drachentanz und ich könnte ihn einschläfern. Gucken wir mal, gucken wir mal. Psychokinese! Wow. Latios, you're so powerful. Natürlich ist er jetzt schneller, ja. Speed High. Speed High. Du kleines Speedmonster, du. Chrysler! Gut. Ob das so gut ist, weiß ich gerade nicht. Egal. Los, Latios! Bleib im Ball! Wir sind alle ganz lieb zu dir! Ja, besonders mit so einer Stimme. Das mag ich aber nicht, wenn du sowas machst. Latio! Soll ich mich mit dem Tauchball fangen? Ja. Nein. Könnte mal Chris sein. Da hältst du noch ein paar Psychokinesen aus? Zwei Stück? Ja, ein paar sind immer mindestens zwei. Latios, greif weiter an! Willst du Chris nicht zeigen, was in dir steckt? Das hat doch schon so eine aufbauende Pose. Alter! Oh. Latios, please! Sei kein Salat! Oh nö! Jetzt kommst du damit an! Was? Das schaffe ich jetzt im Cover! No idea! Ich weiß nur, dass Latios mich gerade mobbt. Und irgendwie bekomme ich auch gerade ziemlich Mitleid für die ganzen Competitive-Spieler, die sich die ganzen Legis immer resetten, um gute Werte zu bekommen. Da kann der Fang manchmal echt Stunden dauern.